Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Trichal-Box von Miss Nina Cartier. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trichal von Miss Nina Cartier, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das Debütalbum von Miss Nina Cartier. Wir haben hier eine schwarz-weiße Pappbox. Die gute Dame ist, glaube ich, am besten für ihre Rolle in Berlin Tag und Nacht bekannt. Also ich glaube, da kennen sie die meisten. Dann haben wir hier einmal den Schriftzug, den Albumtitel Trichal. Und links gibt es das Label Keine Faxen präsentiert. Unten rechts dann noch der Name der Interpretin. Und dann haben wir hier eben diese abgebildet. Sieht so aus, als wäre sie auf diesem Cover tatsächlich komplett nackt. Und auf dem Rücken, ja, ist hier jede Menge Staub. Sieht so aus, als würde hier gerade etwas zu Staub zerfallen. Eventuell haben sich ihre Flügel verwandelt oder so irgendwas. Also ein sehr interessantes Cover. Unten in Schwarz, oben in weiß-hellgrau, keine Faxen präsentiert, Miss Nina Cartier. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Features kommen hier von Joker, Yasi oder Jaycee, Sarah Riani, Coroma und Mason. Okay, also Joker ist natürlich ein Begriff. Die anderen, muss ich ehrlich sagen, sagen mir jetzt nichts. Dann haben wir so schwarze Fußspuren auf weißem Staub, also eventuell das, was hier gerade zerfallen ist, der ganze Boden hier voll damit. Keine Faxen, das ist das Label. Und dann haben wir hier unten rechts noch einen Barcode, RZ Recordings. Also ich glaube, das sind die beiden Labels, sowohl keine Faxen als auch RZ Recordings. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist, wie gesagt, so eine ganz dünnwandige Pappbox. Hier oben kann man das dann aufklappen. Und dann kommen wir zum Inhalt. So, von innen weiß, wie wir sehen können. Dann packen wir die Box mal zur Seite und schauen uns das an. Der gesamte Inhalt, das sieht man auch selten, kommt hier in einem Druckverschlussbeutel. So, dann holen wir hier mal alles raus. Jetzt ist der Beutel leer. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Instrumentals zum Album. Dann haben wir das Album an sich. Ein Shirt. Jede Menge Sticker. Ein Poster. Und eine Autogrammkarte. Gut, wir starten immer mit dem Album. Ist auch hier das Einzige, was noch in Folie ist. Ansonsten alles andere hier ohne Folie. So, einmal hier einschneiden und dann schauen wir mal rein. Also, das ist das Album, so sieht das aus, kommt hier in einem regulären Jewelcase. Das Cover kennen wir schon von der Box, hier unten auch wieder keine Faxen präsentiert, Miss Nina Cartier. So sieht das aus auf der Seite, also Interpretenname plus Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist wieder. Die hatten wir auch schon auf der Box-Rückseite. 12 Tracks, wie gesagt, diverse Features, Beteiligten und ein Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir hier zum Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier die kompletten Credits. Also hier sind alle beteiligt, die an den einzelnen Tracks hier... Hier sind alle aufgelistet, die an den einzelnen Tracks hier beteiligt waren. So rum. Dann hier auch noch weitere Credits. Und zum Abschluss noch ein Foto der Künstlerin. Und hier gibt es dann auch noch eine Danksagung. Gut. Also, sehr minimal gehalten das Booklet. Aber die wichtigsten Infos, die sind auf jeden Fall drin. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, in schwarz und weiß. Hier wieder die Frau zu sehen. Und auch hier auf der Rückseite wieder die Dame abgebildet. So viel zum Album. Zu diesem Album haben wir dann auch noch Instrumentals. Die kommen hier in einer Papphülle. Genau gleich gestaltet. Allerdings ist jetzt keine Faxen hier nach oben rechts gerückt. Und unten links haben wir den Instrumentalschriftzug.
Auf der Rückseite 12 Tracks, okay, also wirklich 12 Tracks ergeben 12 Beats, also 12 Instrumentals. Keine Skizze oder irgendwelche Lückenfüller. So sieht das aus, das ist die CD. Kommt hier wie gesagt in einer Papphülle. So, was haben wir noch? Wir haben eine Autogrammkarte. Ja, allerdings muss ich leider feststellen, das ist hier bedruckt. Also die ist nicht unterschrieben. Das ist hier entsprechend aufgedruckt worden. Hier haben wir noch ein Foto. Und auf der Rückseite die Internetadresse von Keine Faxen und die Facebook-Adresse von der Künstlerin. So, dann haben wir ein Poster mit dabei. Das werden wir mal aufmachen. Ui, okay. Ein anderes Motiv. Und nachdem das... Schauen wir hier mal. Aber ich glaube, nein, auch das ist aufgedruckt. Ich wollte jetzt gerade sagen, nachdem die Autogrammkarte nicht unterschrieben war, ist es das Poster, aber auch das scheint mir aufgedruckt. So, wir haben hier die Interpretin in einem sehr fragwürdigen Outfit. Also sieht so aus wie eine... Ja, was ist das? Erinnert mich so ein bisschen an Alice im Wunderland. Beziehungsweise an eine... wie nennt man sowas? Also ich glaube, Maid hat man das früher genannt. So eine Haushälterin, genau. Und die hat dann hier auch noch scheinbar einen Kuchen und eine Torte auf dem Kopf. Also sehr interessantes Outfit. Hier haben wir dann nochmal die Facebook-Adresse und hier dann auch noch die Infos. Das Foto ist von Fotostudio Julie Fleur und das Model natürlich Miss Nina Cartier. Ja, das Poster ist einseitig bedruckt, kommt hier im Hochformat. Dann haben wir diverse Sticker mit dabei. So, also fünfmal diesen Sticker hier, also es sind mehr oder weniger so Promo-Sticker. Trittschall Album ab dem 16. September 2016 im Handel, darunter wieder die Facebook-Adresse. Und das Ganze ist hier wie gesagt fünfmal vorhanden, fünfmal quadratisch dieser Sticker. Und wir haben noch einen zweiten Sticker, der ist auch wieder fünfmal vorhanden, sieht so aus. Keine Faxen, darunter dann die Internetadresse und das Ganze kommt hier im Querformat, rechteckig. Also haben wir dann insgesamt 10 Sticker an der Zahl. Dann kommen wir zum Shirt. Das sieht so aus. Schwarzes Shirt hier mit dem weißen Albumtitel, mit dem Trittschallschriftzug hier auf der Brust. Ansonsten hier noch so weiße, graue Rauchschwaden. Auf der Rückseite komplett in Schwarz und bei dem Shirt handelt es sich um ein Fruit of the Loom Value Weight in der Größe L. Das Ganze war meines Wissens nicht größenwählbar, also es war in allen Boxen ein L-Shirt. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Marokko. Grüße gehen raus, wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die diversen Sticker. Wie gesagt, einmal hier Querformat und einmal quadratisch, jeweils fünffach, also 10 Sticker gesamt. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte im Hochformat mit der aufgedruckten Unterschrift. Die Instrumentals in der Papphülle, 12 Stück. Und natürlich das Album an sich, Trittschall im regulären Schulcase mit ebenfalls 12 Tracks und insgesamt 5 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Trittschall von Miss Nina Cartier. Es gibt noch Inhalte, die ich euch allerdings jetzt nicht zeigen kann, denn es gab in jeder 10. Box einen USB-Stick. Wie ihr gesehen habt, in meiner Box war keiner drin, aber in jeder 10. Box, da wurde ein USB-Stick reingetan. Und auf diesem USB-Stick gab es Bonusinhalte, also da gab es einen Bonus-Track, es gab Fotos, es gab ein Dankesvideo und es gab so nicht gezeigte, nicht genommene Musikvideo-Szenen. Ja,
All das gab es noch auf diesem USB-Stick, wie gesagt, in jeder 10. Box. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box, Trichal von Miss Nina Cartier. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Miss Nina Cartier unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.